Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Power to the People. Ja, wir waren ja beim letzten Mal hier dabei und haben uns dieses Mal angeschaut. Hier kann man einen geplanten Stromausfall ankündigen. Das hier können wir noch nicht, weil da braucht man mehr Einflusspunkte. Und so kann man es auch wieder schließen. Es gibt anscheinend ansonsten nichts. Da kann man jetzt natürlich gleich sofort weiterlaufen lassen. Wir sehen natürlich hier schon, dass wir hier Megawattstunden verkaufen. Das ist sehr, sehr gut. Und können natürlich gleich mal laufen lassen. Also mal ein bisschen flotter laufen lassen. Weil sich nicht allzu viel tut. So, jetzt haben wir schon 6000 erhalten. Das ist ganz klar. Ich hatte ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir die Dieselgeneratoren haben mitlaufen lassen. Die haben natürlich dann ordentlich Geld gebraucht. Aber jetzt können wir hier mal schauen. Da können wir ja dann irgendwann mal Wartung, völlig in 7 Tagen. Da können wir mal Wartung machen. Beziehungsweise halt hier unsere Batterie erstmal leer laufen lassen. Das können wir dann frei steuern, wie wir wollen. Jetzt könnte man hier unseren Tech-Tree erweitern. Genau, macht die Umspannwerke zuverlässiger, sagen wir jetzt mal. Das kann nicht schaden und wir lassen natürlich prompt weiterlaufen. Und schau jetzt mal, hier ist ein Supermarkt. Genau, da sieht man hier, mit welcher Leitung der hier versorgt wird. Kann man natürlich hier schauen. Das ist hier schon ein bisschen gelb. Da werde ich die jetzt einmal hier nicht... da ist es schon gut. Da ist es hier schon gut, dass das unterbrochen ist, weil sonst zieht er hier noch mehr Strom rein. Schätze ich mal. So könnte es sein. Zufrieden sind's. Aber das ist Zufriedenheit. Stromnachfrage. Und natürlich dieser Effekt hier von dem Ding, wenn was in der Nähe ist. Das wollen sie nicht. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind sie wieder 100% zufrieden. Das ist sehr schön. Das ist einmal das allererste. Und da schauen wir jetzt nochmal, was denn alles so los war. Feste Ausgaben, all deine Kraftwerke. Auch wieder Kraftwerktyp. Je nachdem, wie viel er halt hier hergestellt hat. Das passt. Man sieht aber hier schon, dass die Statistik hier um 1 hier nach oben gesprungen ist. Und Übertragungseffizienz, Speicherladung. Ja, gut, das passt soweit. Schätze ich mal. Jetzt haben wir in 3 Tagen kommt dann die neue Stadt. So, das werden wir jetzt mal hier stoppen, damit ich mal hier sehe, was denn hier läuft. Ja, da haben wir noch genügend Kapazität. Das ist allerdings schon fast voll. Das ist schon fast voll. Das könnte dann nochmal eng werden. Hier wird ein kleiner Park gebaut. Dann würde ich einfach mal sagen, da bauen wir ein zweites und zwar hierher und dann, oh, der Tag ist rum und zwar schließen wir das hier an und das nehmen wir hier weg und da braucht er natürlich Strom, das ist klar. Dann ist der nicht mehr so überlastet. Genau, da sieht man es jetzt auch. 9 und der 5. Also das passt dann besser. Genau, das geht ja hier hinter. Genau, ja, das hängt damit dran. Jetzt könnte man ja das hier eigentlich wegnehmen. Und so hier machen. Ach so. Da kann man die hier nicht mit. Okay. Sollte passen. Wenn
Wenn so ein bisschen weg tut, würde hier ein Zeichen erscheinen, wenn es nicht passt. So, klar, aus dem Speicher kommt hier noch nichts. Und das dauert ja noch einige, noch 5 Tage. Und jetzt in 31 Stunden kommt die neue Stadt. Gehen wir natürlich gleich einmal Vollgas. Also an dem Tag hier noch nicht. Von zu Hause aus arbeiten oder am Arbeitsplatz leben. Ein paar Nachbarn in Siem Reap haben etwas Geld zusammengelegt. Sie haben ein kleines Wohngrundstück gekauft und planen es in Büroräume umzuwandeln. Endlich Ruhe und Frieden. Da muss man natürlich dann mal schauen, was das ist. Das passt hier noch, würde ich einmal sagen. Ist es, aber alles okay soweit. Okay. Mehr Geld haben wir nicht bekommen und in Aachen auf einem Wohngebiet werden in Kürze Bürogebäude. Genau. Lassen wir jetzt einmal laufen. So, dann schauen wir mal, wo die Stadt hier auftaucht. Ach, die ist hier hinten. Ja, das ist ja... Da müssen wir hier außen rumgehen. Ist das gerade? Ja, sehr schön. Ja, das ist jetzt F2. Genau, eigentlich meine beiden Tasten, mit denen ich die Aufnahmen ein- und ausschalte. Ja, das ist ja wirklich zu blöd. Da müsste ich glatt einmal vor der nächsten Folge bei mir hier umstöpseln und andere Tastenbelegungen wählen. Verbessert den Ruf, das braucht man nicht. Strom sparen. Bei 3 Städten. Wie viel Leistung? Also auf 4. Hocheffiziente Transformatoren. Sehr gut. Ja, das wird hier schon ein bisschen leicht, ja, aber orange geht noch. Würde ich mal sagen. Das passt. Das hier ist ja auch alles sehr gut. Und dann wird man es gleich sehen, wie viel Geld uns das hier dann noch bringt. Was ist da jetzt los? Ist das jetzt das Bürogebäude? Medizinisches Zentrum. Das ist es dann wahrscheinlich. Oder aus einem Wohngebiet. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut Ihr Stromnetz in letzter Zeit funktioniert. Durchschnittliche Kundenzufriedenheit beträgt 100%. Ja, so wollen wir das. Genau so ist es richtig. Und der Tag ist so gut wie rum. Ja, jetzt bekommen wir schon über 7000. Genau, sehr schön. Wunderbar. Dann lassen wir natürlich weiterlaufen. Restaurant, das ist noch nicht fertig. Schauen wir mal hier. Minimarkt. Ach, das ist das kleine Bürogebäude. Jo. Lass mal jetzt mal nach oben laufen und schauen, was hier an der Spitze sich tut. Ja, da wird es hier schon rot. Das ist natürlich schlecht. Da sind wir dann eigentlich schon fast am Maximum angelangt. Was wäre, wenn man hier noch eine Leitung rumlegt?
läuft hier kaum Wasser rum. Das kann man dann eigentlich schon fast hier wieder wegmachen. Jetzt haben wir 10.000. Sehr gut. Aber das kann man eigentlich dann hier wieder weg. Das ist hier nicht so voll. Braucht man nicht. So, müsste aber alles soweit passen, oder wie sehe ich das? Jetzt machen die gleich flott weiterlaufen. Bis zur Spitze wieder. Ganz überlastet ist es immer noch nicht. Aber natürlich vielleicht nicht so toll. Ja, auch nur die Hälfte. Ja, ich würde mal sagen, das passt alles. Ach, da können wir schon wieder was machen. Ach, drei, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Warten wir, bis wir 4 Punkte haben. Weil wir haben ja 100%, obwohl wir können ja jetzt hier schon mal Werbekampagnen starten. Und wir werden hier sicher noch schlechter werden. Aber das muss ich hier wahrscheinlich dann meine Start- und Ding vom Aufnahmeprogramm dann mal vorübergehend auf andere Tasten verlegen, damit wir hier dann reinschauen können. Ich weiß zwar jetzt nicht, was man da sieht. Was ist da los? Der hat keinen Strom. Der bekommt natürlich Strom. Genau, das war hier dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rumpeln, das man mal hier so gehört hat. Ich dachte, das ist irgendwie die Leitung kaputt oder so. Aber das passt alles. Da haben wir jetzt in 9 Stunden wird das Kraftwerk hier runtergefahren. So, da wird jetzt die Batteriefarm leer. Genau, da warten wir jetzt, bis das so mal annähernd leer ist. Moment. Ja, wieso bekommen wir jetzt zu wenig Strom? Müssen wir hier die Dieselgeneratoren einschalten. Aha, jetzt reicht's wieder. Okay. Der ist natürlich hier voll überlastet jetzt. Jetzt können wir schon wieder ausschalten. Das Ding läuft schon wieder. Da muss ich das genauer beobachten. Ich habe jetzt ein bisschen einen Schreck bekommen, weil ja hier die alle keinen Strom hatten. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Ja, 11.000. Ja, da haben wir hier ein bisschen, sagen wir mal, so ungefähr 30 Megawattstunden leider nicht verkauft. Das war schwach. Das war eine schwache Leistung. Natürlich gleich weiter, damit hier was vorwärts geht. Schaue ich jetzt mal wieder, ja, wieder 9 Tage, also ist da wieder ganz schöne Zeit zwischen den Dingern drin. So, was ist hier jetzt? Ein großer Park
gebaut worden. Ja, da also bekommen wir hier nach und nach richtig schön Geld. Und ich würde sagen, ja, da lassen wir einfach diesen Tag noch fertig laufen. Dann würde ich sagen, dann beende ich jetzt einmal diese Folge, auch wenn es ein bisschen kürzer war, vielleicht, ja, 15, 16 Minuten. Und beim nächsten Mal werde ich mal meine F-Tasten hier umbelegen, dass wir mal schauen können, was da dahinter steht. Bis dann, danke fürs Zuschauen, tschüss.